Die Urbanisierung ist im vollen Gange. Willkommen zurück zu Animal Crossing. Let's go to the city. Na gut, so viel Urbanisierung ist es momentan nicht. Denn eigentlich bin ich gerade dabei, eine Allee zu bauen. Ob das Ganze wachsen wird und so gut aussehen wird, ist die andere Sache. Aber ich habe Ambitionen, ja. Habe ich gerade noch Pfirsich in meiner Tasche? Nein, gut. Dann schütteln wir uns mal wieder welche von der Palme hier, vom Baum. Und dann, werden wir zunächst mal einen kleinen schnuckligen Weg zum Loop bauen. Ich will da ja eine schöne Allee hinbauen. So, Moment, das geht mir auf den Sack. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch. Mein Gott, Cursor! Ey, ich habe seit dem letzten Part echt Probleme mit dem, so. Einfach, weil mich das sonst nervt, die ganzen Sachen in der Hand zu haben, so. Hier werde ich noch einen hinpflanzen und eigentlich muss ich halt auch, wie gesagt, nach unten weiter pflanzen. Also in die Richtung noch. Da passen auch auf jeden Fall noch welche hin. Ich weiß aber nicht, ob ich halt hier schon einen hinbauen darf. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, der würde nicht wachsen. Aber muss ich da mal gucken, wie ich das machen würde. Würde sich halt anbieten, da noch weiter zu bauen. Und hier geht es auf jeden Fall. Hier geht es auf jeden Fall auf der Seite. Naja. Wie auch immer, wir bauen jetzt, wie gesagt, erstmal hier weiter. Ich hole mir mal gerade die Blumen vom Luke. Ich baue die ja schon mal an den Wegesrand. Weil es halt beim Design gerade besser ist. Dann kann man das halt schöner machen. Also, generell sieht es schöner aus, natürlich. Im Sinne von schöner machen, sondern ich meine halt vor allem. Ja, man legt nicht irgendwo Designs hin, wo man keine hinlegen will. Hier vergraben wir einen. Natürlich würde der nicht wachsen, aber ich will ja den Baum abholzen. Denn der gehört da nicht hin. Oh mein Gott, meine Axt ist schon ziemlich im Arsch. Also ich glaube, noch ein Baum wird die gerade so überleben, wenn überhaupt. Also die sieht schon ziemlich brüchig aus. So, aber jetzt können wir uns halt hier hinstellen. Und in Ruhe unsere 6 Pattern legen. Ohne Probleme. Also im Englischen, die Designs werden Pattern genannt, ja. Nochmal zur Klarstellung. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz schön aus, wenn das alles wachsen wird. Wenn. Also hier haben wir auch schön. Na, wobei, das ist ein schöner in der Mitte. Der müsste eigentlich doch noch weg. Sonst ist es halt nicht symmetrisch im Einklang. So eine Kacke. Die müssen auch alle weg. Ja, die sind halt alle nicht so perfekt aufgestellt, wie ich das haben will. So, hier will ich eigentlich auch bis rechts durchziehen und dann halt direkt nach unten bauen. Weil nach unten will ich eigentlich auch eine Allee bauen, was hier aber gar nicht möglich ist, wie ich gerade sehe. Beziehungsweise ist dann halt so ein Schild im Weg, da muss ich schon aufpassen. Mindestens mal. Aber hier würde ich doch ganz gerne so eine Allee runterbauen. Prinzipiell. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mache. Vielleicht baue ich hier auch was komplett anderes hin. Weil da könnte man auch hier schön irgendwie, was weiß ich, eine Picknickdecke oder sowas hinbauen oder irgendwas. Irgendwas richtig Cooles halt. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber angestrebt wäre hier auch erstmal eine Allee, weil das halt eigentlich ein schöner Ort dafür ist. Dann könnte man eigentlich das ganze Nu-Quartier so ein bisschen mit Alleen machen. Und drumherum dann vielleicht so ein paar Blumenwiesen und sowas. Weiß ich noch nichts. Das könnte man auf jeden Fall machen, wäre umsetzbar. Okay, so. Dann versuchen wir einfach mal unser Glück. Ich wette, die geht jetzt rechts hin, ne? Nee, perfekt, super. Und hoffen, dass das noch fällbar ist, das Ding hier. Ne, komm. Ach, sehr gut, hat noch geklappt. Die Axt hat gehalten. Dann können wir auf jeden Fall den noch pflanzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier noch so irgendwie so ein Limit gab, von wegen, man darf maximal 10 Bäume oder so pflanzen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 heute gepflanzt. Ja, das würde ja sogar noch ins, in dieses 10-Baum-Limit passen. Ich weiß nicht, ob es wirklich das ist, wenn es eins gibt. Keine Ahnung. So. Ja, gut, dann bauen wir jetzt für die Zeit, oder pflanzen besser gesagt, da noch eine. Da noch eine Blume hin. Also mit Designs ist das teilweise ein bisschen anders als mit Blumen, beziehungsweise Blumen sind deutlich störrischer als richtige Designs. Also die gehen eigentlich, die wissen, wie sie gelegt werden wollen, sag ich mal. Das sieht leider bei den Blumen anders aus. Ja, ich glaube, dann machen wir hier so einen größeren Platz, sag ich mal. Also hier halt wirklich so 4 breit. Das können wir uns da erlauben.
Aber das war eigentlich eine schlechte Wahl meines Platzes. Ja. Wieso hat er es jetzt eigentlich nach links ge... Ja, ach ja, gut, ich verstehe, warum er es nach links gepackt hat. Ja, logisch. Er hat es erst nach da gepackt und dann nach da und dann nach da und da. Ja, macht Sinn. So, und dann hier so. Nein, das war... Ja, das war dumm. So, dieser Super-Nuke passt auch eigentlich sehr gut in unser urbanes Bild, was wir gerade basteln. So, ich glaube, hier bauen wir noch so eine Reihe auf. Sieht gut aus. So einen kleinen Vorplatz zu haben. So ähnlich hätten wir es auch beim Rathaus machen können, aber da läuft halt sowieso schon Weg vorbei. Deswegen war das jetzt... Hat sich so somit schon aufgehoben. So, und hier bauen wir jetzt wahrscheinlich... Also ich könnte jetzt auch wieder so einen Dreierweg bauen, aber es sieht kacke aus. In dem Kontext. Ich weiß nicht. Das wäre halt mittig, wenn ich jetzt hier hinbauen würde. Deswegen ist das, glaube ich, meine Wahl. Nein! Das wollte ich natürlich gerade nicht. Ja doch, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja doch, damit kann man, glaube ich, arbeiten. Das ist gut so. Sieht gut aus. Okay. Well then. Ich nutze gerade auch tatsächlich jedes Mal die ganzen neuen Designs aus. Früher habe ich das meistens anders gemacht. Kann ich mal zeigen, wie ich das früher meistens gemacht habe. Da habe ich meistens eher den Rand gelegt. Also immer gesagt, hier zack, zack. Zwei Designs, weitergehen, zack, zack. Das geht im Endeffekt eigentlich genauso schnell, wenn nicht sogar noch schneller, weil man nicht überlegen muss, wo man was hinpacken muss und darf. Gut, das war jetzt natürlich dämlich. So, und dann kann man halt den Rest in der Mitte sowieso immer komplett ausfüllen. Weil das ja so gewünscht ist. Das ging halt auch relativ fix und das geht auch relativ fix, wie ihr seht. Vielleicht sogar fixer. So, ich glaube... Hier, bis hier hoch werde ich die Alleen nicht machen. Ich glaube, das sieht so besser aus. Aber hier wird das dann wieder in so eine Allee münden. Ja. Beziehungsweise die Allee wird hier so ein bisschen durchlaufen, sage ich mal. So. Ja, das war jetzt wieder nicht so clever. Wobei. Nein, hä? What? Wieso hat er denn jetzt seine Richtung geändert? Seine. Stehe ich jetzt nicht so? Aber gut. So, ja, also das soll natürlich noch bebaumt werden. Da sollen Bäume hin. Habe ich aber momentan nicht mehr, so Obst und so. Hallo, Kiki. Hey, heiß Anne. Ich habe gerade einen Kohleboden gekauft, Miausi. Habe ich dir den nicht verkauft oder geschenkt? Warst du das nicht? War das nicht ein Kohleboden? Nee, nie und nimmer. Was? Miausi, verflixt. Was soll ich denn jetzt damit machen? Komm schon, heiß N. Ich mache dir auch ein gutes Angebot. Eins, das du nicht ablehnen kannst. Ich verkaufe dir das Ding für 722 Sternis. Ich habe dafür mehr bezahlt. Also wenn du das warst, dann hast du den für 366 Sternis gekauft oder so. Wobei, nee, ich habe für 366 Sternis, die Zahl habe ich noch im Kopf, das war das Ding, was ich Geralt abgekauft habe. Nein. Oh nein, was habe ich mir dabei gedacht? Tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Mal schauen, ob jemand anderes Interesse an diesem alten Teil hat, Miausi. Ja, sorry, aber ich bin jetzt hier nicht die Bank. Also gut, die Bank ist auch eher asozial, deswegen bin ich gerade eher die Bank, aber... Nö, ich bin jetzt hier... nicht der Trödel von nebenan. Ich habe jetzt kein Interesse an deinem komischen Boden da. An deinem Gut und Boden schon, aber nicht an deinem komischen Schmutzboden da. Ja, ich glaube, ich schließe die Sache hier gerade erstmal ab an der Stelle. So, behalten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf, dass hier die Allee Chinsol, also eine Allee. Heißt ja nicht, dass es die einzige bleibt hier. So. Privatinsel. Ist so eine Sache, was baue ich denn da am besten hin? Oder was könnte man sich hier gut vorstellen? Ich weiß es nicht, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, was ich hieraus machen werde. Man könnte halt hier auf jeden Fall einen anderen Weg machen, ne? Und das ist halt auch schön am Strand und so. Kann man eine Menge draus machen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich werde hier auf keinen Fall die normalen Wege hinbauen. Deswegen lasse ich die, glaube ich, einfach mal komplett unberührt erstmal. Kann ich auch so eine richtige Waldinsel draus machen. Aber das passt halt nicht so gut zu dem Ambiente, dass es halt direkt am Strand ist. Gut, es ist gerade sowieso Winter. Da passt es mit dem Strand, mit der Strandatmosphäre nicht so. Aber was ich da sonst so hinbaue, weiß ich noch nichts. Das müssen wir uns mal später anschauen. So, hier wie gesagt, will ich halt einen Wald entstehen lassen. Vor allem in dem Gebiet hier.
Deswegen werde ich hier höchstwahrscheinlich dann einfach mal ein paar Bäume random pflanzen. Mache ich aber auch nicht jetzt. Joa. Und dann haben wir halt hier auch noch ein Strandgebiet. Das ist halt generell so der untere Teil so am Strand. Da weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie ich das da alles machen möchte. Oder eigentlich noch gar nicht. Hallöchen, Süßer. Juhu, hey, man. Jetzt sagt ihr auch schon, hey, man, oh Mann. Spazieren gehen, davon werde ich fit und schön. Hey, man! Ich habe gerade 20 Kilo Apfelkuchen verdrückt, jetzt will ich mich wie ein Ballon. Ja, dann flieg auch am besten direkt aus unserer Stadt raus. Ich hätte auch so ein Hemd an, sag mal, was ist denn heute los? Business Day oder was? Und sie sagt, hey, man, also meine Stadt ist voll von Plagiaten, ey, das gibt's ja nicht. Vielleicht inspirieren sie auch nur gegenseitig, für mich ist es eher eine Kopie. Das ist halt hier voll der geile Abstieg. Also, man kommt hier so voll schick runter. Das ist voll cool so. Das gefällt mir eigentlich voll gut. Was kann man denn daraus machen am besten? Das kann man vor allem auch hochziehen bis zum Museum. Hier kann man wunderbar... Das muss eine Allee werden, ganz ehrlich. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich dann hier am Museum ansetze. Aber das wird eine Allee. Ja, wobei, das hier wird, glaube ich, nicht passen. Wir machen mal einen Test, sage ich mal. Und pflanzen uns einfach mal ein. Aber ich denke nicht, dass es wachsen wird. Also das wäre halt so das Nonplusultra. Wenn das jetzt hier wachsen würde, wäre das echt super. Ein tiefer wäre natürlich auch in Ordnung. Wobei, wir gucken mal gerade, wie das passen würde. Das oben ist auch noch ein Stein. Der macht das Ganze auch noch ein bisschen komplizierter. So wäre aber für den Stein okay. Und ich glaube, das ist auch das Maximum, wie man bauen kann. Wir versuchen einfach mal hier einen Baum zu pflanzen. Und generell pflanze ich hier auch mal weiter. Für den Fall, dass da keiner entschied, ist auch nicht so schlimm. Der Rhythmus ist gut so. Scheiß jetzt mal darauf, ob es hier irgendein Limit gibt. Wir pflanzen einfach gerade mal. So, auf der anderen Seite weiß ich dann auch auf jeden Fall, dass ich da dasselbe bauen will. Logisch, also das werde ich mir merken können. Das ist ja nicht so schwer, wenn man das hier sieht. So. Ob ich das Haus hier irgendwie mit einbinde? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Was ich auf jeden Fall halt weiß, für dieses Haus will ich einen richtig schönen Garten hier machen. Einen richtig schönen Vorgarten. Wenn ihr nicht irgendwann mal einzieht. Da kann man halt eine Menge draus machen. Man kann aber auch generell noch eine Menge hier machen. Also das muss nicht alles Garten sein, sag ich mal. Aber man könnte hier so einen schönen Fluss machen und vielleicht auch sogar einen kleinen See. Okay, das ist jetzt mit den Schildern halt ein bisschen kacke, die sind wirklich mittendrin. Deswegen ist wohl eher ein Fluss und mittendrin noch so eine kleine Blumenwiese oder sowas. Mit vielleicht ein paar kleinen Bäumchen zwischendrin. Ja, kann man sich mal überlegen. Oder so ein Zedernwald. Ich will auf jeden Fall irgendwo einen Zedernwald haben, also wirklich nur aus Zedern. Das könnte man auch hier in so einer kleinen Ecke machen. Wobei Zedern für mich halt wirklich immer in den Norden gehören und ich glaube, sie wachsen sogar nur im Norden. Bin mir nicht ganz sicher. Also hier hinten bei der Schneiderei so ein kleiner Zedernwald wäre eigentlich, das wäre schon cool. Ich glaube, das mache ich so. Das sieht, glaube ich, ganz geil aus. Hier so ein schöner Wasserfall und dann hier so ein richtiger Zedernwald. Wenn wir hier oben dann direkt eine Grenze haben, das finde ich immer ganz schön. Das passt irgendwie zu Zederwäldchen. Ich glaube, das machen wir so. Das ist, glaube ich, das ist eine gute Idee. Also hier werden wir einen Zedernwald machen. Ich kann das halt alles schon dokumentieren, muss mir das nicht irgendwie aufschreiben. Dadurch, dass ich das hier sage, das ist ganz praktisch. Hier würde ich dann aber trotzdem so eine kleine Allee machen. Vielleicht auch dann eine Allee aus Zederbäumchen sogar noch. Ich weiß nicht. Ich würde dann hier runtergehen zum Museum. Der ganze Bereich vielleicht, ein ganzes Zederwäldchen. Zederbäumchen-Wäldchen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also das würde ich auf jeden Fall hier so die Wegführung machen, so. Dann hier so beim Museum entlang, dann hier weiter runter auch noch. Und dann kann man halt schön nach rechts und kann dann hier in die Allee kann man dann eigentlich nicht mehr rein. Dann müsste man halt hier so direkt, dann müsste man hier quasi so einen Weg machen und könnte dann hier die Allee betreten. Aber ich will da nicht nur die Allee irgendwie unterbrechen. Was wir auf jeden Fall schon mal sicher machen können, ist hier so ein kleines, so einen kleinen Vorplatz machen wie beim Luke. Das ist allemal drin. Ist die Frage, wie weit mache ich das? Bis zum Ansatz der Allee oder nur drei? Ja. Es ist halt deutlich breiter als bei Nuke noch, ne?
Ich muss mal gerade da so ein Google-Dingsbums wegklicken. Weil ich jetzt halt immer Notifications bekomme. Das ist nicht so cool manchmal. Also ist ja nervig, weil die nicht weggehen. Die bleiben halt einfach da, bis man sie weggeklickt hat. Nee, also da muss ich doch noch auf jeden Fall einen weiteren Rund nach unten machen. Hier ist dann auch schon wieder die Frage, soll ich den Stein schon direkt einkleistern oder soll ich damit warten? Man kann die Designs ja jederzeit wieder entfernen, also wenn ich dann irgendwann denke, nee, ich will aber erstmal das so lassen, so. Ich glaube, das werde ich so erstmal an sich. Es sieht halt mit einem deutlich, also wenn ihr wisst, was ich meine, hier so ein durch, ein so ein kleiner Durchlass sieht dann halt in dem Fall erstmal gerade deutlich besser aus, finde ich. Oh, da war noch eins. Also wenn man da jetzt so ein, wenn ich hier jetzt halt so einen Steinweg mache, sieht das wieder so, ja, nicht synchron aus, dann nicht asymmetrisch so. Sieht nicht gut aus. Will ich das eigentlich nicht machen? Aber so sieht es auch irgendwie doof aus. Ja, dann ist es halt unsymmetrisch, mein Gott. Oder asymmetrisch. Ist mir auch egal. Wobei, das stimmt ja eigentlich auch gar nicht hier. Hier wird ja noch ein Weg durchgebaut werden. Hier werde ich noch einen Weg durchbauen. Wobei, ich glaube eher nicht da, sondern weiter oben. Also hier werde ich wahrscheinlich einen Weg durchbauen. Damit das generell Anschluss hat. Und auch an den, ach Gott, Zederwald. Oder die Zederallee, je nachdem. Was es dann so wird. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel habe ich denn auch mittlerweile dann momentan so zur Verfügung. Wie viele Zederbäumchen. So, erst rechts. Nein! Fuck. Erst rechts, dann links, dann wieder, nee, dann wieder rechts, so. Ich habe jetzt gerade voll ver... Ja, das ich habe zwar die richtige Reihenfolge im Kopf gehabt, aber ich habe nicht gewusst, wo ich was hinpflanzen wollte. Das ist natürlich clever. So. Okay, jetzt sieht das hier oben auch einigermaßen gut aus. Man könnte natürlich hier auch noch richtige solche Steine machen, aber ich finde, das sieht so ganz gut aus erstmal. Kann man erstmal so lassen. So, wie gesagt, hier kommt eine Allee hin. Können wir eigentlich gerade machen. Zumindest schon mal bis zum Abhang. So. Ja, ich mache jetzt nur den normalen Weg, weil ich eigentlich keinen Rand will. An dieser Stelle. Hier vielleicht schon, weiß ich noch nicht, wie ich das löse. Vielleicht mit Blumen. Kann man Blumen auf Abhänge pflanzen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das sieht echt gut aus dann. Wenn ich dann hier so links und rechts so... Ja, das... Das habe ich, glaube ich, echt noch nie gemacht, Mann. Man kann natürlich auch Treppen bauen. Also sich so Designs als Treppen machen. Vielleicht sieht das auch ganz gut aus. Weiß ich noch nicht. Müsste man mal testen. Mann. So... 1, 2, 3. Dann haben wir den Weg erstmal fix. Ich kann mal wieder ein State machen. So, wie gesagt, hier würde ich dann hier oben irgendwas hochbauen. Kommt drauf an, wo. Hier sind halt auch schon zwei Zederbäumchen. Die würde ich ja eigentlich ungern zerstören. Zumindest den linken kann man, das linke Zederbäumchen kann man eigentlich schön dafür verwenden. Das war dann hier so hoch und dann hier hat man hier so eine kleine. Ne? Und dann links und rechts und so. Und das Zederbäumchen passt auch perfekt dazu. Also ja, wir werden den Weg hier so hoch machen. Da werden wir dann eine Menge Sachen fällen müssen. Aber das ist mir egal. Wobei, dann haben wir halt trotzdem hier das mit dem Museum nicht so bündig, sag ich mal. Also beziehungsweise, ich werde hier wahrscheinlich nichts hinpflanzen können, schätze ich mal. Das können wir auch gerade mal testen. Sind wir heute in so einer Testphase. Dann werden wir auch da einfach mal eine... Frucht eingraben. Von den vielen, die wir zur Auswahl haben. Von den vielen verschiedenen, ne? Wir werden einen Pfirsich vergraben, so. Und dann schauen wir einfach mal, ob das wächst. Ich schätze mal nicht, weil das sollte zu nah dran sein. Deutlich zu nah. Also, hier würde es wachsen, aber da glaube ich eher nicht. Aber einfach mal testen.
Wenn nicht, dann entsteht da halt noch keine Allee zu diesem Zeitpunkt, sondern erst hier oben so fängt das dann an mit dem kleinen Wäldchen und der Allee. Ist dann auch nicht so schlimm. So, bauen wir doch gerade erstmal. Mann. Mit Rand. Geht ein bisschen angenehmer. Und hier, das werde ich, glaube ich, alles erstmal noch nicht fällen. Das lasse ich einfach erstmal stehen. So. Blumen von solchen Orten werde ich auf jeden Fall auch erstmal mitnehmen. Weil ich die dann schon mal irgendwie an Wegesrennen platzieren kann. So. Ich glaube, das war's dann aber auch für den Tag soweit. Ich werde abends nochmal spielen. Vielleicht kommt dann Rosi nochmal aus ihrem Haus raus. Weil ich würde eigentlich schon noch ganz gerne noch einmal mit ihr reden heute. Aber wenn das nicht möglich sein sollte, dann ist es so. Dann hat sie ihre Entscheidung vielleicht wirklich schon getroffen. Ich weiß es dann nicht. Keine Ahnung. So, reicht das? Ne, wir machen noch einen. So, soll einen ordentlichen Vorplatz haben. So. Dann hier noch normale Wegdesigns. So. Ja, sieht auf jeden Fall jetzt schon deutlich geordneter aus, meine Stadt. Dadurch, dass ich jetzt halt Wegführung habe. So ist es mir halt immer sehr wichtig. Ich meine, es bringt im Endeffekt überhaupt nichts. Ist auch nicht so, als würden die Bewohner dann plötzlich darauf laufen oder so, aber es sieht einfach besser aus. Weil man quasi so ein... Man weiß ja, was man aus seiner Stadt machen will und, ne, das gehört für mich einfach dazu. Beim Aufbau der Stadt, dass man sie halt auch wirklich ordentlich designt. Also man muss halt jetzt nicht die ganze Stadt wirklich komplett zugleistern mit Designs, dass man nicht mal mehr irgendwie... Wenn man jetzt halt natürlich überall Designs hat, dann können auch keine Fossilien mehr irgendwie vergraben werden oder sowas, ne? Also das soll nicht der Fall sein. Man soll schon noch irgendwie die Möglichkeit haben, noch was auszubuddeln und noch irgendwie ein paar Blumen und Bäume haben, aber halt trotzdem nicht nur Natur, sondern auch halt mal so ein bisschen urban Lifestyle. Und ich habe jetzt so oft das Wort urban verwendet in den letzten 3 Videos, dass ich nicht weiß, was ist. So. Hier könnten wir jetzt nach unten bauen und dann nach rechts. Oder wir bauen hier nach rechts und nach unten nach rechts. Ja, was sieht wohl besser aus? Wir bauen nach unten weiter. Da müssen dann aber auch wieder sehr viele Bäume dran glauben. Aber das habe ich ja sowieso schon gewusst, dass da einige im Weg stehen werden. Weil das normal ist, dass die von Natur aus natürlich nicht so wachsen, dass man da schöne Wege durchbauen soll. Also man soll es ja nicht, auch, eigentlich nicht machen, sag ich mal. Man ist auch besser so halt nach. Ich wollte da doch Wege hinbauen, sage ich doch gerade. Warum? Ach Gott. Ich bin nicht so ganz konzentriert hier. So. Jetzt. Da würde es dann nach unten weitergehen. Das wäre jetzt eigentlich auch so das Letzte, was ich jetzt in diesem Part noch machen würde. Dann bin ich auch halt, wie gesagt, erstmal mit der vorläufigen Stadtplanung fertig soweit. Hab so ein paar Grundideen. Und damit bin ich dann auf jeden Fall erstmal zufrieden. Wie machen wir hier so bei so einer schrägen Brücke in die Wegführung? Ist auch immer ein bisschen kritisch. Ich muss auf jeden Fall das erste Haus hier involvieren. Das steht hier. Und das Bewohnerhaus ist, also das Haus von meinem Bewohner ist hier unten. Das möchte ich aber eigentlich sowieso abgesondert haben. Also da möchte ich eigentlich nicht mal einen Weg hinbauen. So, also zumindest keinen richtigen Hauptweg. So würde ich eigentlich nicht so... Will ich eigentlich total abgesondert haben. Ja gut. Weiß halt nicht, wie ich das dann am besten mache. Also einen Weg hätte ich halt schon ganz gerne so auf der Ebene. Ja, gut. Passt am besten. Also hier schon mal so einen Weg. Nein, das habe ich jetzt verkackt, ja. Total verkackt. Ja, der soll danach da weitergehen, ja. Das heißt, da jetzt nicht beenden, sondern einfach weiterbauen.
Ja gut, der soll auch auf der rechten Seite eigentlich abgeschlossen sein, ne? Ich habe mal halt überlegt, ob ich dann irgendwie um das Haus rum auch Blumen mache oder ob das quasi wirklich nur der Vorgarten ist und im Hintergrund ist quasi wirklich ein richtiger Weg. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Aber da möchte ich halt, wie gesagt, ja einen schönen Garten machen und da passt dann so ein richtig angeschlossener Weg nicht so unbedingt dazu. Ich meine, natürlich braucht man den auch irgendwie in der Form, aber darum kümmere ich mich dann, wenn es dann soweit ist. Das heißt, für den Moment werde ich jetzt einfach erstmal Sachen hinkleistern. Auch so ein Fluss ums Haus oder sowas kann man natürlich auch immer mal machen. Sieht auch immer ganz schön aus. Nein, das war doch schon wieder falsch. Hier kann man eigentlich auch schon einen schönen Weg zum Wasserfall machen. Aber... Ist das so schick, jetzt da so einen Weg zu haben? Ich weiß ja nicht. Wusste ich, dass das nochmal... Der hat wahrscheinlich das nochmal was in meiner Tasche gesehen. Boah, HSN, du bekommst was ganz Tolles von mir. Oder so rum. Auch nicht schlecht. Dieser Pastellteppich lag lange unter einem Stapel Gewichtsscheiben begraben. Ich habe ihn vor einer Weile aus dem Katalog bestellt und danach komplett vergessen, aber ich habe alle Gewichte gebraucht, um meine Kniebeugen zu machen und da habe ich ihn gefunden. Wie auch immer, er gehört jetzt dir. Das ist voll dein Stil. Yo, Digga. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. So. Ja, dann bauen wir das hier. Ah, das ist natürlich scheiße. Ich wollte sagen, wir bauen das hier so ein bisschen diagonal. So. Irgendwie. Das ist jetzt auch wieder so auf drei Ebenen, ne? Also es ist wieder dreispurig, aber ist halt an der Stelle gerade schöner, finde ich. Also nee, sieht scheiße aus. Sieht richtig scheiße aus. Ja. Wie sieht es denn besser aus, ist die Frage. Die entscheidende Frage. Sowas sieht halt immer irgendwie kacke aus, finde ich. Also um sie mit Wegen zu verbinden, ist so eine schräge Brücke immer irgendwie hässlich. Ja, bauen wir sie einfach so an, ganz ehrlich. Mein Gott, was soll's. So, und dann würde ich sie hier irgendwo runterbauen. Hier ist ja auch quasi schon so eine Art Allee, wo man das eigentlich ganz schön durchfädeln kann. Dann lassen wir das quasi auch so erstmal. Also, dann werde ich da auch in der nächsten Zeit nichts fällen an der Stelle. Und dann werde ich quasi schon so eine kleine Allee haben. Ist ja auch ganz nett. Den hier werde ich fällen müssen, aber an sich. Ne, man sieht es ja hier ganz schön. Da ist halt so ein schöner Weg für. So ein, ja, doch, ein schöner Weg für zwei Designs. Das kann man mal machen. So. Da geht's nach oben. Ja, langsam reicht's auch mit Designs. Ich meine, ich könnte das ewig machen, tatsächlich, ja, aber ich glaube, noch ein paar dranhängen müssten wir jetzt da auch nicht. Abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, für das Erste für mich fertig bin. Hier geht's hoch, oder? Ja, hier geht's hoch, super. Habe ich richtig im Kopf gehabt. So. Blumen sind hier schon, deswegen lasse ich die einfach mal da. Weil da muss ja im Endeffekt sowieso... Also da müssen sowieso Bäume hin. Deswegen muss ich da jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig Designs hinlegen. Deswegen geht es nur darum, dass da was liegt. Deswegen mache ich jetzt noch Designs hin. Dahin! Und ehe ich es gleich vergesse... Ich weiß es nicht, ob ich es getan habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es nicht getan habe und direkt Glücksgriff. Ich hatte natürlich keine Ahnung, wo die Gießkanne liegt. Packe ich jetzt einfach mal hier eine Gießkanne aus und begieße die Blümchen. So. Naja, so richtig mit einer Allee wird das hier nichts, weil da drüben rechts sehe ich schon wieder ein Schild. Wobei, hier könnte... Okay, die wachsen, glaube ich, doch auch hier. Also hier dürfte auch einer wachsen können. Hier. Ja gut, die wächst sowieso dann hier und hier. Doch, 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 doch. Das könnte passen. Das könnte ganz gut passen hier.
Also wenn ich wollte, könnte ich hier auf jeden Fall noch eine Allee machen. Den könnte ich dann wahrscheinlich auch schön lassen. Der müsste weg. Ja, doch, 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 doch. Irgendwie so. Ach nee, keine Ahnung. Muss ich mich darum kümmern, wenn ich dann mich mal wieder darum kümmern will. In der nächsten Zeit werde ich mir jetzt erstmal um Dailies kümmern. Und generell halt so mal wieder ein bisschen Nostalgie angeln oder Melancholie angeln, habe ich es ja genannt, wahrscheinlich mal wieder machen, weil ich brauche eine Menge Geld. Andererseits muss ich dafür eigentlich in andere Jahreszeiten spulen, weil ich da erst die richtigen dicken Fische fangen kann. Also vor allem im Sommer. Aber ja gut, muss man dann mal gucken, wie es sich anbietet. Vielleicht kriegen wir auch unerwarteten Reichtum anderweitig. Satzstellung. Mann. Zum Beispiel, indem man einen Grammatik-Contest gewinnt. Ja, genau. Mal schauen, mal schauen. Nee. Bald ist ja auch Ostern. Ja, bei uns ist bald Ostern. Und ich bin 3 Monate im Voraus. Insofern, von bald kann in Animal Crossing nicht die Rede sein. Nee, aber da habe ich halt damals immer Geld gescheffelt. Mit dem ich dann die Eiermöbel verkauft habe. Die sind in New Leaf, glaube ich, überhaupt nicht mehr wertvoll. Also generell Festtags, also so Möbel von so Festen. Festtagsmöbel ist hier was anderes. Aber hier sind sie noch was wert. Und deswegen habe ich, habe das Spiel ja damals Ostern 2010 bekommen. Und deswegen habe ich dann da die ganze Zeit das Osterfest gespielt, um dann direkt an Sternis zu kommen. Das war schon sehr erfolgreich, muss ich sagen. Die freuen sich ja alle, das ist gut. Ich freue mich auch, denn wir sind soweit erstmal mit der Stadt durch, haben jetzt so ein bisschen grob strukturiert und haben auch Wege jetzt endlich überall und ja, das ist doch schon erfolgreich. Ich würde sagen, damit bin ich jetzt hier raus. Ich schreibe heute, glaube ich, keine Briefe. Das werde ich, glaube ich, morgen wieder tun. Gucken wir mal gerade in der Mülltonne, weiß ich nicht, ob ich das getan habe heute. Und dann wäre der Part so fürs Erste erstmal erledigt. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich nochmal kurz abends vorbeischauen und mit Manu sprechen. Mit Manu, mein Gott, mit Rosi. Vielleicht kann ich sie ja doch noch heute irgendwie dazu überreden, auszuziehen. Nicht auszuziehen. Keine Ahnung, aber dafür muss sie, glaube ich, aus dem Haus rauskommen, weil wenn sie im Haus ist, glaube ich irgendwie nicht, dass sie mit mir darüber sprechen will, wie es aussieht. Naja. Und morgen ist ja sogar mein Geburtstag, glaube ich, ne? Ja, morgen ist mein Geburtstag. Gut, dann. Wir sind jetzt lange genug in der Stadt. Ich glaube, dann wird uns einer der Bewohner hier so, ne? Damit mit einer Torte empfangen oder so. Kann gut sein. Wer weiß. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ist ganz cool so, wenn das wirklich passieren sollte. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Du bist mal kein Teil mehr von Draconia, du dumme Nuss. We'll be right back.